Okay, das müssen wir erstmal wieder rausfinden, natürlich. Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung, ne? In der Tat. Da ist die Tür. Zack. 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 Er ist aber jetzt echt bitter, ganz ehrlich. Wir fallen da 2 Meter. Aber wir brauchen auch noch diese Sprungoptimierung. Die habe ich jetzt gar nicht gekauft. Aber ich glaube, wir brauchen dafür noch einen Praxispunkt, ne? Ansonsten hole ich die mir jetzt. Ich guck mal kurz rein. Wir haben einen, das reicht nicht. Wo ist die denn? Da ist sie. Wir brauchen natürlich 2. Aber das sollte gehen. Wenn wir noch einen Praxispunkt finden, haben wir es. Da könnten wir auch theoretisch lang, ist aber Quatsch. So. Ich habe auch gelesen, man kriegt ein Achievement, wenn man das Spiel komplett ohne Augmentierung durchspielt. Ja, Heidewitzka, ne? Gute Nacht. Gut, ich weiß nicht, ob es auf dem leichten Schwierigkeitsgrad auch gilt. Drauf. Können wir es nicht benutzen? Jetzt bin ich hier drauf gesprungen. Ach doch, wir können es benutzen. Okay, Gott sei Dank. Oder müssen wir in die andere Richtung? Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung, ne? Wir müssen in die andere Richtung. Hm. Na? Hallo? So, jetzt. Und da drüben, dann können wir da nämlich drüber klettern wahrscheinlich. Nochmal. So. Das sollte jetzt gehen, ne? Ja. Perfekt. Da können wir jetzt rein. Hier können wir nichts machen, ne? So. Ich muss mir jetzt auch wieder angewöhnen, die ganzen Leitern zu benutzen, denn irgendwo runterspringen ist jetzt nicht mehr. Dabei gehen wir nämlich drauf. Aber naja, es sollte machbar sein. So, nichts in Sicht. Müssen wir hier jetzt runter? Ja. Ich habe echt Schiss, hier runter zu springen. Irgendwo. Was? Nein! Nein, jetzt glitsche ich hier rum. Oh, das ist doch scheiße. Ah, okay. Immerhin bin ich hier reingekommen jetzt. Sieht mir aber nach einem Secret Room aus. Anscheinend doch nicht. Naja. Dann geht's mal weiter hier. Da drüben leuchtet was. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Wie kommen wir denn? Ach, das sind nur Kapseln. Okay. Na toll, jetzt bin ich hier unten. Aber da gibt's immerhin eine Leiter. Ach, und hier kommen wir sogar ganz hoch. Sehr schön. Vorausgesetzt natürlich, wir müssen da überhaupt hin. Oh. Ich wollte gerade sagen, es sieht mir aus, als würde es hier rausgehen. Nein, ich will die Luke zumachen. Ah, okay. Ich will die Luke zumachen, aber es geht anscheinend nicht. Okay. Jetzt nehme ich erstmal kurz unsere Betäubungswaffe in die Hand. So, da vorne steht eine Wache und da ist eine... Was ist denn das? Eine Bohrplattform? Eine Bohrinsel? Sieht ja krass aus. Und hier haben wir Zwischenstopp gemacht. Auf unserer Reise nach Singapur, ist ja krass. So, wir müssen jetzt richtig vorsichtig sein. Nicht, dass der Typ sich umdreht. So. Tschüss. So, Muni hat er dabei. Das ist schön. 2 Schuss. Na toll. Jetzt können wir auch hier lang. Boah, jetzt muss ich erstmal meinen Weg finden. Hier können wir bestimmt hoch, ne? Natürlich. Aber hier geht es nicht weiter, so wie es aussieht. Ah, doch da hinten vielleicht. Nee. Okay. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Gehe ich jetzt einfach mal... Alter! Adam, hey! Was ist denn los mit dir? Ich dachte, Adam ist jetzt ein bisschen retarded, nachdem er was in die Fresse bekommen hat. So, wir müssen nach oben. Ich bleibe unten. Ich will erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Mir juckt das Auge, ey. Das ist unfassbar. Oh, da stehen 2. Na toll. Drehen sich bestimmt gleich weg, aber das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht abwarten. Ich gehe erstmal hoch und check da die Lage. So. Ist hier eine Kamera, aber keine Feinde bisher. Und da müssen wir auch hin, wo die Kamera ist. Wir können hier noch so vieles erkunden. Ich würde erstmal gerne da hinten hingehen. Und ich überquatsche jetzt einfach mal das Gebrabbel der Wachen. Weil was Wichtiges sagen die eh nicht, glaube ich.
Durch die Luken kommen wir natürlich nicht. Ja, blöd. Ist hier vielleicht noch ein Weg? Hier gibt's einen Weg. Du willst mich verarschen, ey. Ich muss mal kurz speichern. Es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man es bedienen. Diesen Aufzug oder was das ist. Da bräuchte ich jetzt die Falloptimierung. Jawohl, es geht. Krasser Scheiß. Geilo. Oh. Na toll, da kommen wir gerade auf die andere Seite einfach. Oh, shit. Okay, ich hoffe, das hat jetzt irgendwas gebracht. Ich glaube es aber nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe drei Gegner jetzt auf der Map. Wir können uns jetzt unserem Ziel von der anderen Seite nähern. Vielleicht ist er jetzt besser. Wir bräuchten einen Sniper. Shit. Bis wohin kommt der Typ jetzt? Geh's mal ein bisschen nach unten. Ich hoffe, der bleibt da jetzt stehen. Er bleibt stehen. Hätte uns aber klar sein können. So, gute Nacht. Hoffen wir mal, dass hier keine Wache vorbeikommt. Und unseren Freund wieder aufweckt. Aber ich glaube es nicht. Ah, und der hat ein PDA dabei. Geil. Und wir kriegen Code für Brückenbalkondeck. Oha. Na, Fenster können wir nicht aufmachen. Und die Kamera scannt hier ganz schön gut, glaube ich. Moment warten. Na komm. Perfekt, so. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Hierfür haben wir jetzt wahrscheinlich den Code bekommen. Ich warte trotzdem, bis die Kamera sich wieder wegdreht. Müssen wir uns noch einen Moment gedulden, Freunde. Wir brauchen alle Zeit, die wir kriegen können. Ich hoffe bloß, dass hier keiner vorbeikommt, aber ich glaube es eigentlich fast nicht. Die da unten sehen alle so aus, als würden die das untere Deck bewachen. Und die Kamera ist so schrecklich langsam. Ich hoffe einfach nur, dass die uns nicht sieht. Das wäre mega kacke. Boah. Ich glaube, wir können. Psch, psch. Hallo. Na, Freunde. Wir sind wieder an Deck. Wir müssen irgendwie in die andere Richtung, kann das sein? Nee. Hä? Doch. Aber ich glaube, es hat sich einfach noch nicht aktualisiert. Ja, ich weiß, ich speichere ziemlich oft. Boah, aber ernsthaft, Freunde, wie spannend das jetzt auch für mich ist. Wo ich jetzt, wobei es war vorher auch schon spannend, aber wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Ach, ist krass. Oh, nein! Leck mich fett. Bestimmt hat eine der Wachen den Key. Wow! Nein! Ficken! Aber es kommt keiner. Alarm ist an und keiner kommt. Leck mich doch, ey. Wow, keiner. Das ist der krasseste Alarm überhaupt. Lass mich raten, wir können nicht. Wir können nicht, ey. Ich muss jetzt hier echt... Stufe 2. Upgraden. Geht nicht anders. Wir brauchen echt die... Alter, was? Ach, leck mich doch am Sack, ey. Was ist denn das hier? Wir wollten es auf Deus Ex spielen. Wir wollten es auf Deus Ex spielen. Wir wollten es auf Deus Ex spielen. Wir wollten es auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen. Ja, 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 ja. Und da ist ein Lüftungsschacht und ich kann die Scheiße hier nicht bewegen, weil ich zu schwach bin. Ah! Das ist doch echt ein Witz. Aber jetzt, okay, wir können skillen, So, tschüss. So, jetzt haben wir einen anderen Weg gefunden. Unbeständiges Wetter.
Wetter in Thailand und der Straße von Malakka. Unverständiges Wetter. Aha, aha, aha. Boah, was ist denn das für ein Raum? Alter, das ist ja das Schiff, ne? Da ist die Bohrplattform. Pritchard. Francis Pritchard wird so schnell nichts mehr von Ihnen hören, Bratan. Nicht solange wir in der Nähe der Basis und Ihres Störsenders sind. Wer zum Teufel sind Sie? Jemand, der viel riskiert hat, um Ihre Flucht wie einen Unfall aussehen zu lassen. Bis jetzt spielen Sie den Geist ziemlich gut. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Penner merken, dass Ihr Vogel ausgeflogen ist. Gehen Sie zum hinteren Frachterraum. Sie müssen in den Schleusenbereich. Dort stoßen Sie vermutlich auf stärkeren Widerstand. Aber je länger Sie unbemerkt bleiben, desto rosiger ist Ihre Zukunft. Na gut, den Schleusenbereich finden. Auf geht's. Ach, das sind die Spinde hier. Geil, jetzt kriegen wir hier mal richtig was. Fällt mir. So. Oh, das sind Wachen jetzt. Wo kommen die denn jetzt her? Kommen die jetzt hier rein? Sie haben gesagt, sie gehen in den Hauptfunkraum, aber wo ist der denn? Das ist noch nicht der Hauptfunkraum, oder? Oder doch? Okay, es ist offensichtlich nicht. Der eine dreht sich noch ein bisschen wie in der Gegend rum. Oder ist das doch? Was machen die denn? Stürmischer Südwestwind der Stärke 8 bis 10, auf West drehend, starker bis schwerer Sturm der Stärke 9 bis 11. Regen, später stürmische Schauer. Ja, die scheinen nicht hier hochzukommen, oder? Oder doch? Oh nein, bitte nicht. X-Ray 9, heftiger Nordwind der Stärke 7 bis 9, schwere Stürme, gute Sicht, in Schauern schlechter werden, mäßige Vereisung. Ich nehme mal kurz ein bisschen Energie. Unbeständiges Wetter in Thailand und der Straße von Malakka. Es ist mit vereinzelten stürmischen. Na komm schon, jetzt beweg dich doch mal, Mann, was ist denn da los? Ich probiere es jetzt echt mal hier. Sollte gehen. Hochseeprognose für Met Area 1011. Hä? Von Südost auf Südwest drehen. Ich habe doch Sicherheitsstufe 2, was ist denn da los? Ah nee, habe ich nicht mehr. Oh nein! Weil ich ja die schweren Objekte geskillt habe. Oh nein, oh nein. Oh, ist das eine Scheiße. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir doch viel mehr Sachen geskillt. Oh Mann, das Spiel ist unfair. Ja, das ist wirklich. Ich will mich eigentlich nicht beschweren. Es ist gut so, wie es ist. So hat man wenigstens ein bisschen eine Herausforderung. Ich hoffe, das funktioniert, was ich hier gerade tue. Wenn nicht, sind wir gleich tot. Und es sieht gut aus. Gute Nacht. Na komm schon. Zu Boden. So, mein Freund. Schaffen wir dich doch erstmal in den Raum hier. Dann störst du hier auch keinen mehr. Und niemand sieht dich. Und eine Granate kriegen wir sogar noch. Ach, wie schön. Gefällt mir. So. Da haben wir uns einen anderen Freund. Er kommt aber nicht hierher, oder? Nee. So. Und in die Karte geprügelt, die übrigens sehr, sehr geil aussieht, hier die Map. So. Den lasse ich jetzt hier einfach liegen. Komm, leck mich doch. Gibt es hier denn noch irgendwas? Vielleicht finden wir hier auch das Passwort. Nein. Nichts. Gar nichts. So, der hat auch nichts mehr dabei. Oder? Nee. Aber hier muss es irgendwo das Passwort geben. Ansonsten würde das nicht funktionieren.
Wir müssen echt dringend das Hacken wieder hochskillen. Hat unser Kumpel hier irgendwas? Natürlich nicht. Und hier, wow! Ach, hier bin ich rausgekommen, ne? Natürlich. Kann man das vielleicht hacken? Das geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Das geht nicht, ne? Ha! Hab ich's gewusst. Scheiße. So. Dann jetzt eben auf Risiko. So, Warnung, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. So, es hilft uns alles nichts. Da unten ist wieder ein Lüftungsschacht übrigens. Und da gehen wir jetzt auch hin. Credits, yay. Können wir uns hier später noch was kaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es hier ja noch einen Shop. Auf dem Schiff. Bestimmt. Klingt sehr glaubwürdig. So. Da müssen wir runter anscheinend. Kamera. Wir müssen auf jeden Fall den Gang entlang. Und zwar am besten möglichst schnell. So. Ich will noch ausprobieren, ob wir durch die Tür kommen. Mann, hier kommen wir nicht, da ist kein Griff dran. Okay, dann müssen wir jetzt hier runter. Der Kamera sind wir schon mal ausgewichen, das ist gut. So. Und eine Sache muss man ganz kurz überprüfen. Vielleicht haben wir Glück. Tastatur. Ja. Vielleicht haben wir Glück und es gibt ein Schnellspeichern. Schnellinventar. Na toll. Typhoon aktivieren. Smart Vision. Tarnfeld. Werfen. Zünden. Visierung. Interagieren. Es gibt wieder kein Schnellspeichern. Ich finde das scheiße. Was? Huch, das habe ich auf Zurücksetzen geklickt. Egal. Zurück. Und dann müssen wir... Wir müssen halt echt immer so normal speichern, weil... Na... Weil es halt eben kein Schnellspeichern gibt. Das ist scheiße. Das sollten sie sich für den nächsten Teil aber echt überlegen, ob sie das nicht wieder einbauen. So, sind wir ja wieder hier. Hier waren wir doch schon. Soll ich einfach eine Granate reinschmettern? Könnte ich machen, aber es ist eigentlich Quatsch. Ja, da sind wir hoch. Sind wir da hochgeklettert? Ne, wir sind nicht hier hochgeklettert, oder? Oder war das hier? Ne, das war nie und nimmer hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier waren wir schon. Da ist noch ein zu einer Lüftungsschacht. Jetzt sind wir wieder hier, oder was? Oh, na toll. Ja, das bringt's ja echt. Dann gehe ich lieber wieder da oben lang. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. An der Kamera vorbei. So, gibt es hier denn noch was? Wahrscheinlich nicht. Die zwei Typen muss ich loswerden, aber wie? Ach, na super. Das heißt jetzt wieder... Da links geht ein Gang lang. Nee, doch nicht. Okay, habe ich getäuscht. Vielleicht bewegen die sich jetzt. Man versteht die jetzt auch kaum im Hintergrund. Zumindest ist es bei mir verdammt leise. Auf jeden Fall unterhalten sich wohl alle Wachen an Bord dieses Schiffes über uns, über den blinden Passagier. Mich würde halt auch mal interessieren, wie die rausgefunden haben, dass wir überhaupt an Bord sind, bei so vielen Kryokapseln, die hier rumliegen haben. Die überprüfen doch nicht alle halb Stunden mal alle Kapseln, oder? Und unser Kumpel Nummer 1 kommt her. Das ist ziemlich vorteilhaft. Ich hoffe, er bleibt hier auch stehen und kommt hier nicht rein. Sonst haben wir gleich ein Problem. Anscheinend bleibt er stehen. Was macht der denn? Jagt er eine Fliege oder was? Der andere hat natürlich nichts mitbekommen, wie immer, ne? Sehr sinnvoll, vor allem weil der hier noch so gemacht hat. Aber naja. So, der ist K.O., den schleppen wir weg. Er hat doch bestimmt was Interessantes dabei. Ein PDA.
Lagercode für H02D01. 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 Das ist wahrscheinlich nicht hier. Das ist hier in den Gängen irgendwo. Ich glaube, den da vorne sollte ich ganz gut wegkriegen, ne? Aber ich glaube, den muss ich echt mit der Minenmatrix machen.